Nicht jeder Term und damit verbundene Termumformung lässt sich mit dem Streckenmodell oder den Gleisanlagen visualisieren. Insbesondere lassen sich Produkte von Termen oder Variablen damit nicht deuten. Hier kann das Mahlkreuz oder eine Flächendeutung helfen. Dies haben wir bereits bei der Plausibilisierung der Regel minus mal minus gleich plus genutzt. Den Schülerinnen und Schülern wird eine Fläche vorgelegt, deren eine Seitenlänge a plus b, deren andere Seitenlänge c plus d ist, und sie sollen diese rechteckige Fläche ohne Klammern darstellen. Die Erkenntnis soll sein, dass sich die Gesamtfläche in vier rechteckige Teilflächen aufteilt, deren Größe jeweils direkt angegeben werden kann als a mal c, b mal c, a mal d und b mal d. Übrigens sehen Sie hier, wie bewusst mit der Konkatenation umgegangen wird, indem sowohl die verkürzte Schreibweise ohne den Malpunkt als auch die ausgeschriebene Variante angegeben wird. Daraus ergeben sich nun eine ganze Reihe an Übungsmöglichkeiten, die Schulen sollen, die Termgleichheit über das Flächenmodell nachzuweisen. Das dürfen Sie einmal selbst in der gleich eingeblendeten Aufgabe austesten. Das Mathbuch investiert sehr viel Zeit für solche Erkundungen und bietet dazu eine ganze Reihe an Übungsmaterial. Ein Beispiel dafür ist dieses Bild des Schweizer Künstlers Richard Paul Lohse, das als Ausgangspunkt genommen wird. Verschiedene Flächen können hier auf unterschiedlichstem Wege beschrieben werden und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die Schülerinnen und Schüler hier auch sehr differenziert üben zu lassen, wie sie sich in folgender Aufgabe klar machen könnte. Wer möchte, kann hier auch selbst ein paar Untersuchungen anstellen. Prinzipiell wird das Ziel immer sein, Flächen zu untersuchen und diese mit Hilfe von unterschiedlichen Termen zu beschreiben, so wie Sie es hier an diesem Beispiel auch sehen. Im Sachkontext wird die Gleichwertigkeit der Terme von den Schülerinnen und Schülern tatsächlich nie in Frage gestellt. Der Fokus wird darauf liegen, die algebraischen Umformungen, die dahinter stecken, fern vom Sachkontext mit den Schülerinnen bewusst zu thematisieren. Insbesondere lassen sich über diese Flächendeutung dann auch Spezialfälle wie die binomischen Formeln herleiten und begründen. Wie das für die erste binomische Formel aussehen kann, habe ich Ihnen hier nochmal aufgezeichnet. Und Sie dürfen einmal selber überlegen, wie eine Veranschaulichung der zweiten und dritten binomischen Formel aussehen kann. Für die zweite binomische Formel können Ihnen insbesondere die Überlegungen, die wir im dritten Kapitel zur Multiplikation von negativen Zahlen gemacht haben, helfen. Ein Modell, das sowohl Produkte als auch Summen und die damit verbundenen Termumformungen sehr schön visualisiert, ist das Modell von Umfang und Fläche. Das wird vom Mathbuch im zweiten Band genutzt, wenn die Idee der Termumformung nochmals aufgegriffen wird. Bitte beachten Sie, dass hier sehr deutlich wird, wie stark man auf das Verständnis bedacht ist. Im vorangegangenen Schuljahr wurden die Grundideen bereits behandelt und jetzt, ein Schuljahr später, geht es eben nicht nur darum, syntaktisch mit Termen zu hantieren, sondern erneut darum, in einem variierten Kontext Terme zu visualisieren und das Verständnis für Termumformungen zu stärken. Die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, vier Puzzleteile zu erstellen, so wie sie sie hier sehen. A und B dürfen dabei frei gewählt werden, was nochmal den Einsetzungsaspekt von Variablen betonen soll. Es werden von den Schülerinnen und Schülern sicher unterschiedliche Werte von A und B gewählt, sodass dann im Vergleich der unterschiedlichen Ergebnisse die Allgemeingültigkeit der aus den Aufgaben erzeugten Überlegungen verdeutlicht wird. Nun sollen aus diesen Puzzleteilen unterschiedliche Rechtecke oder allgemein Figuren gebildet werden und von diesen soll jeweils der Umfang und die Fläche als Term dargestellt werden. Nun kann ich mit den vier Puzzleteilen natürlich eine ganze Reihe an flächengleicher Figuren erzeugen und die Untersuchungen und Terme, die ich zu den Flächen jeweils aufstelle, gleichen dann den Überlegungen, die wir beim Rechtecksmodell bereits gemacht haben. Umgekehrt lassen sich jetzt mit diesen Puzzleteilen auch eine ganze Reihe an umfangsgleicher Figuren erzeugen, die sich dann aber gegebenenfalls in der Fläche unterscheiden. Wenn ich jetzt eine ganze Reihe an unterschiedlicher flächengleicher Figuren aufstelle, dann wären die Untersuchungen zu den
Termen, die die Fläche beschreiben, sehr ähnlich zu denen, die wir im Rechtecksmodell bereits angeschaut haben. Umgekehrt kann ich jetzt mit diesen Puzzleteilen aber beispielsweise auch eine ganze Reihe an umfangsgleicher Figuren erzeugen und mir über die Termgleichheit der Umfänge jeweils Gedanken machen. Daraus entstehen dann ähnliche Überlegungen, wie wir sie bei den Gleisanlagen im Vorfeld bereits gesehen haben. In jedem Fall eine gute Gelegenheit, erneut über das Assoziativ- und Kommutativgesetz zu sprechen, sowie auch im Spezialfall das Distributivgesetz. Hier ergeben sich dann auch spannende Anschlussfragen, die ein hohes Differenzierungspotenzial mit sich bringen. So könnte beispielsweise nach der größten Fläche gesucht werden bei gleichbleibendem Umfang. Eine Aufgabe, die vergleichsweise anspruchsvoll für die Schülerinnen und Schüler sein kann, ist die folgende. Hier sollen die Schülerinnen und Schüler die Terme den richtigen Figuren zuordnen und jeweils auch noch unterscheiden, ob ein Flächeninhalt oder Umfang gemessen wird.